Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Osiris New Dawn. Wir haben in der letzten Folge begonnen damit, die Raumstation da oben irgendwo zusammenzuschrauben. Und das werden wir jetzt fortsetzen. Doch bevor wir das tun, möchte ich gerne noch ein paar Ressourcen verschwenden. In Modifizierungen, Upgrades hier auf unserer Basis. Und ich habe nochmal alle Minen abgeklappert. Erstens wegen der Ressourcen, was ich eigentlich nicht wollte. Aber dadurch, dass wir keinen Bohrer haben, sind wir darauf vielleicht angewiesen. Und das zweite war, vielleicht nochmal zu schauen, ob wir irgendwo was zurückgelassen haben an diesen Chips, die wir hier finden können. Und ich habe die Vermutung, ich habe in einer Mine etwas gefunden, was ich damals zurückgelassen habe. Und das könnte heute durchaus vielleicht der Bohrer sein. Wir werden es sehen. Doch bevor wir das machen, würde ich gerne hier einmal anfangen aufzuwerten. Und da muss ich nochmal schauen, warum ich das hingetan habe. Genau, hier draußen in die Kiste. Und ja, bei mir ist hier jede Menge los, ihr seht es. Ich nehme das mal alles außer das. Und ja. Ja, da können wir dann vielleicht nochmal eine Cleaning-Aktion machen, vielleicht aber auch nicht. Auf alle Fälle machen die Schaden, habe ich mitbekommen. Es sind einige Gerätschaften, die draußen standen, beschädigt. Und naja, müssen wir mal schauen. So, wir haben also hier jetzt das Upgrade für die Anzugsausrüstungselemente, die verschiedenen Sachen, die wir dann hier herstellen können, haben wir einmal gemacht. Da ist natürlich auch der hier erschienen. Und natürlich darf die amerikanische Flagge hier nicht fehlen. Wunderbar. Ja, es gibt Besseres. Nun, dann haben wir es einmal auf Rot abgegradet. Das ist eine ganz feine Sache und wir können jetzt mal reinschauen, was wir jetzt haben. Also wir hatten ja hier die erste Reihe und jetzt haben wir hier diverse Ausrüstungsgegenstände, unter anderem auch hier unser Solarsuit. Da bin ich eigentlich ganz, ganz scharf drauf, da bin ich ganz ehrlich. Oh, ja, also wie gesagt, waffentechnisch, ne? Wir hatten ja schon, das haben wir mal gemacht hier. Was uns fehlt, ist noch dieses gute Stück und das hier und natürlich das hier oben und das ist für die Hitzemunition. Ja, wie sich das auswirkt, keine Ahnung, aber wir werden es auf alle Fälle mal demnächst bauen. Da machen wir mal eine extra Folge dafür, nur für Waffen und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht da mal irgendwie was erledigen können damit. Ja, momentan haben wir ja noch den Story-Mode laufen und wenn das dann so ein bisschen wahrscheinlich beendet scheint, dann können wir da weitermachen. So. Gut, haben wir erstmal das. Ich würde gerne hier, habe ich schon mal die zwei abgerissen, weil ich kriege sie nicht irgendwie zum Laufen, ich weiß es nicht. Dann ist das so. So müssten wir jetzt eingesammelt haben, ne? Haben wir das eingesammelt? Schauen wir mal. Ja, haben wir eingesammelt. So, können wir dann wieder mal irgendwann Erde machen, wenn wir es vielleicht brauchen. Gut, jetzt würde ich gerne hier die zwei normalen noch setzen und vielleicht setzen wir die mal hier vorne hin. Das halte ich für eine gute Idee. Dann haben wir da hinten Platz. Und man hätte es auch anders machen können. Man hätte die umsetzen können. Aber wir machen das jetzt mal so. Und vielleicht machen wir das eine noch dahin. Ja, da kommt man da nicht durch. Ne? Platzmäßig ist es nicht ganz so. Es geht zwar, glaube ich. Wir haben das zwar noch nicht gesetzt, aber vielleicht eher so machen. Oder wir machen es wirklich so. Ne? Man hätte es aber auch alles hier vorne hinsetzen können, dann müssten wir die bloß mal umsetzen. Weißt du was, das machen wir. Das ist mir lieber. Ja, genau. So, komm mal her hier. Mit G tun wir das abbauen. Dann setzen wir das einmal neu. Machen wir hier hin. Genau. Und dann können wir die vielleicht hier woanders hinsetzen. So. Nämlich hier neben die Tür. Da passen sie, denke ich, ganz gut hin. Warte mal, hier war es schon. Ja, ich weiß nicht, ob wir es noch brauchen. Wir haben es auf alle Fälle gebaut. Und das ist doch auch was. So, setzen wir mal hin. Es muss jetzt nicht ganz gleichmäßig sein. Und ihr seht, es wird immer mehr hier draußen. Na, die sind wirklich heftig aktiv. Ich habe die schon mal weggehauen, aber die kommen immer wieder. Dann kannst du auch nichts machen. Dann ist das so. You require soil to plant. Das habe ich. Das habe ich. Warum willst du es nicht nehmen? Weil es Sand ist. Warum ist das Sand? Weil du es nicht umgebaut hast, umgewechselt hast. Macht nichts. Machen wir schnell mal. 6 Stück. Siehst du, dann war es doch gut, dass wir das gemacht haben. Ich hätte gedacht, das war schon fertig. Aber so ist es halt. Jetzt haben wir es auf alle Fälle. So. Und dann haben wir die nämlich auch befüllt.
Wunderbare Sache. Und jetzt könnten wir rein theoretisch auch die Bierchen pflanzen. Haben wir nicht genug dabei? Ich hätte gedacht. Achso, stimmt ja. Ich habe bloß 2 Stück mitgenommen. Das kann natürlich nicht reichen. Halt. Warum nimmst du die, wenn ich die haben will? So, die blauen, die roten haben wir schon, glaube ich, zu Genüge, ne? Genau, Pickup Redberries. Wollen wir nicht, wir wollen noch ein paar blaue haben. So. Und dann haben wir das auch hier. Und wir können mal reinschauen. Wir haben jetzt 8 blaue und keine roten dabei. Keine einzigen roten hier, ne? Und ich würde sagen, wir versuchen mal zu ernten. Jawohl. Okay, es gibt nicht mehr die Unmengen wie früher. So zwischen 2 und 4. Das ist natürlich absolut praktisch und macht es jetzt auch das Ernten wertvoll. Sogar 1 bloß. Okay, zwischen 1 und 4 hat man jetzt als Ausbeute. Dann können wir nochmal ordnen und dann sehen wir das auch. Die 12 sind geblieben, beziehungsweise waren hier 4 dazugekommen. Wir hatten 8 und hier sind es dann insgesamt 10 geworden. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt so viel, aber es ist ein angemessener Wert, finde ich. Und ja, so gefällt mir das auf jeden Fall. Gut, was haben wir denn noch hier Schönes? Da haben wir nichts weiter. Ja, ich hatte gedacht, dass das war, aber das war eben Sand, ne? Hatte ich mich verschaut. Kein Problem. Gut, das können wir mal mit rausnehmen. Das können wir mal hier reintun. Übrigens habe ich mich nun mal auch mit dem Fleisch genauer beschäftigt. Und ich muss feststellen, das bringt 32 Sättigung und 4 in ja, Quench. Also ich würde es mal so als Flüssigkeitssättigung nehmen. So sehe ich das jetzt. Und 2-mal Gesundheitszuschlag. Hier haben wir 5 Gesundheit und 34 Sättigung, aber hier fehlt die Flüssigkeit. Und wir haben aber das Dreifache. Rechnet es mal hoch, ne? Hm. 6 Gesundheit, 12 Flüssigkeit und eigentlich dann 96 Sättigung. Ja, schwierige Sache. Aber ich denke, für uns ist die Entscheidung klar. Ich lasse es mal laufen. Das soll uns nicht stören. So, ich gehe nochmal raus. Upsala. Ja, wie gesagt, die Minenrunde war, denke ich, für uns erfolgreich. Ja, und die machen mir nämlich hier ein bisschen Schaden dran. Warte mal. Geht's noch? Komm mal her hier. Kann aber nicht wahr sein. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Ja, also wie gesagt, die machen an den Kisten machen sie schon ein bisschen Schaden. Also alles, was wir selber gebaut haben, mehr oder weniger. Und naja. Gut, ich habe hier nochmal das reingeräumt. Ich habe also, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe die Werkbänke und das alles reingeräumt. Der Ofen geht nicht. Was ich mit dem Ofen machen könnte, ich könnte den so durch die Decke stecken. Das würde wohl, glaube ich, funktionieren. Sieht nicht so prickelnd aus, aber wir hätten dann alles drin. Somit bleibt hier die Notlösung für die Reparatur der Werkbank. Und falls ich mal schnell ein Metall brauche, hätten wir das hier auch. Und der läuft natürlich, ist natürlich nicht ganz ausgerüstet, läuft natürlich dann hier auf sozusagen der Notstrom-Variante. Ich habe ein paar Container und ein paar Glaskübel eingeschmolzen. Übrigens, wenn ihr da mal knapp an Ressourcen seid, bekommt ihr dort aus diesen Glascontainern, die ihr in den Höhlen findet, natürlich auch schöne Sachen heraus. Na, sag mal, Luftschläge sind ungesund. So, kann ja wohl nicht wahr sein. Keine Ahnung, ob der mit seinem Gift oder was er da versprüht, Säure, überhaupt irgendeinen Effekt auf uns hat. Ich merke zumindest nichts. Mir ist da nichts aufgefallen. Aber vielleicht geschieht es auch still und heimlich. Ohne, dass ich jemals drauf geachtet habe. Und nun ja. Gut, dann habe ich euch das schon mal gezeigt. Und wie gesagt, hier hinten habe ich die Chemiestation. Die passt leider nur hier hin. Seltsamerweise nimmt er sie nicht hier hinten an. Also weder hier irgendwo in dem Bereich, auch nicht hier in der Mitte, wo es früher mal ging. Geht nicht mehr. Hier haben wir jetzt den Drucker und da haben wir den kleinen Ofen voll aufgewertet. Und hier die normale Sache. So, das können wir mal wegnehmen. Ich kann noch mal das Licht kurz ausmachen. Was haben wir hier drin? Halt. Oh, wow. Ja, das hatte ich heute schon mal, wo ich unterwegs war, steige ich aus dem Buggy aus und der Buggy
Und es war dann wie, als hätte ich den selber weggeschoben. Aber ich glitschte sofort auf der Motorhaube drauf. Das war ein sehr kurioser Anblick und der Buggy bewegte sich mit leichter Geschwindigkeit von mir weg, trotzdem, obwohl ich da stand und trotzdem auf der Motorhaube lag. Lustige Geschichte an sich. Ja, Kartoffeln haben wir immer noch keine gefunden und auch keine Möhren scheint es momentan nicht zu geben. Das haben wir geordnet. Jetzt muss ich nochmal schauen. Irgendwas wollte ich noch machen. Ah, das ist. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was gefunden in den Höhlen. Keine Ahnung, ob dies erfolgreich wird. Wir schauen mal. Ich hoffe, dass hier der Drill dabei ist. Der fehlt uns nämlich noch. Und dann müssen wir einfach mal schauen. Das war wohl einmal nichts. Einmal auch nichts. Ja. Hm. Viermal nichts ist und bleibt nichts. Nein, wir haben den Drill nicht bekommen. Ja, falls ihr einen Tipp habt, wo ich den herbekomme. Oder ob mir irgendwas entgangen ist. Vielleicht muss ich auch oben das Modul nochmal untersuchen. Im Weltraum hier. Das erste Modul, wo wir alles angedockt haben. Das Modul oben. Da müsste ich, glaube ich, nochmal schauen, dass wir da nochmal alles kontrollieren. Ne? Jetzt muss ich übrigens mal schauen, habe ich das alles weggeräumt? Ja, habe ich. Das ist natürlich schlecht. Ja, ich habe das weggeräumt. kann das sein, dass wir das in den Flieger gepackt haben? Ich muss es mal kontrollieren. Dass ich das schon reingetan hatte. Das wäre ja für uns sonst doppelt gemobbelt. Sonst müsste ich das nochmal schnell herstellen. So, die Grundsachen für die Einleitung heute haben wir gemacht. Dann wird es jetzt so sein, ich werde die Sachen nochmal zusammensuchen. Wir sehen uns oben im Weltraum wieder. Werden dort kurz eine kleine Aktion machen und dann werden wir immer ein bisschen hin und her springen. Ich lasse dann die Zwischenflüge weg. Na, ich glaube, das ist nicht so spannend. Und dann werden wir heute versuchen, mal für die restlichen Minuten die Raumstation ein bisschen voranzubringen. Gut, dann geht's los. Und da sind wir das erste Mal im Orbit und ich wollte euch gerne was zeigen, denn mit dem Azurium hat sich auch ein bisschen was verändert. Das kann nämlich durchaus sein, dass das jetzt nicht mehr auf der Oberfläche zu finden ist, sondern hier sieht es gerade so aus. Okay, warte mal, wir müssen mal ein Stück vorwärts noch fliegen. Ah, habe ich zu früh gebremst. Also hier ist es noch so, dass es auf der Oberfläche ist. Aber da drüben seht ihr es zum Beispiel ganz deutlich. Da ist es zum Beispiel so, da ist es einfach, ja, so eine Art. So, einmal auf Null bringen. Dass es keine Null-Taste gibt, ist auch ein bisschen verwunderlich, aber so ist es halt. So, machen wir auf hier. So, und wir gehen einfach mal schauen. Und ich sehe gerade, oh, jetzt müssen wir wieder hier kurbeln. Wo ist denn das hin? Ist bestimmt hinter uns, ne? Ja, wie gesagt, wir haben wieder die Geräusche. Es geht leider gerade nicht anders. Ich habe für die ganze Maus nicht die Fläche fürs Kabel, dann reibt das halt am Tisch ein bisschen. Aber ich denke, das geht. Ne? Ihr seht, hier ist es gerade so ein bisschen so dran, aber bei dem anderen da drüben, da ist es eben so, dass es da dass es da ein bisschen weiter weg ist. Wobei es hier jetzt auch nicht richtig dran war. Es sah bloß so aus. Ne? Ja, da bleibt mal hängen. Gleich der Genickbruch. Warte mal, mach mal so hier. So, ich will auch nicht so viel einsammeln, nur ein bisschen. Übrigens, wir haben es ja schon festgestellt, wo wir in der Höhle waren. In der einen Folge, na, wo wir die ganzen Höhlen durchsucht haben. Zwei, drei Folgen her, glaube ich. Weiß es jetzt nicht genau. Da haben wir ja auch festgestellt, dass dort die Hindernisse sind, manchmal. Und die Hindernisse sind, also unsichtbare Hindernisse. Und da müsst ihr einfach mal eure Pike oder irgendwas in die Hand nehmen. Denn es kann durchaus sein, es ist nicht überall so. Manchmal sind es einfach auch nur Steine, die auch keinen Widerstand haben. Einfach ein Hindernis von der Programmierung her. Aber manchmal findet man dann auch Vorkommen. Zum Beispiel Azurium oder Diamanten. Und ja, die sind dann einfach dort so ein bisschen versteckt. Und ich würde sagen, wir haben jetzt 29 Stück. Das sollte reichen. Ich steige mal hier wieder ein. Tüdelü. Tüdelü. So. Stehen wir voll auf dem Kopf hier. Na komm. Vor zum Sitz, dann haben wir's. Ja, Baby. Gut. Okay, dann auf zur Station und wir werden mal hier das erste bauen.
Ja, wie gesagt, wenn ihr euch quer bewegen wollt, also Q und E lässt euch seitlich drehen, ne? So, da habt ihr das auch. Ja, ansonsten bin ich gespannt, wie das hier noch endet. Wo die Story uns hinführt, vor allem wie lange es noch geht. Ich denke mal, nach der Raumstation ist nicht mehr so viel. Aber rein theoretisch müssten wir eben schon... Halt mal an hier. Uiuiui, übers Ziel hinausgeschossen. Ja, rein theoretisch müssten wir eigentlich schon den Bohrer haben. Und ich hatte gedacht, wenn ich nochmal in die Minen gehe, dass wir da das finden. Aber leider nein, das waren alles Dinge, die wir schon hatten. Jetzt haben wir wieder hier so viel Power. Naja gut, ich habe keinen Rückspiegel, ne? Ich kann es nicht sehen. So, ich gebe nochmal Gas. Ein Stück hier runter noch. So, komm, halt an. So, ich glaube, das passt. Einmal ausmachen. Ja, ist nicht ganz so einfach. Und dir ist schon wieder kalt, oder was? Dann schauen wir mal. Haben wir was zu essen für dich dabei? Da haben wir doch was da. Na, siehst du. Da haben wir schon mal das. Und einen Schluck zu trinken gibt es auch noch. Und schon ist es wieder tutti paletti. So, ich werde jetzt trotzdem nochmal alle hier durch schauen. Das haben wir noch nicht repariert. Warte mal, da muss ich mal hier... Injuries detected. Warum nimmst du das nicht, wenn du das reparieren kannst? Linke Maustaste. Komisch. Wir haben es da und der repariert es nicht. Was ist jetzt wieder hier im Argen? Ich muss das innen machen. Weiß ich auch nicht. Also Handhabung im Weltall finde ich ein bisschen schwierig. Warum machst du das nicht? Willst du nicht mehr? Probieren wir es mal hier. Weiß es jetzt nicht, warum es nicht geht, keine Ahnung. An der Mission kann es eigentlich nicht liegen. Hier geht's. Okay. Verstehe ich nicht ganz. Gut, machen wir das nächste. Wir sollen das jetzt hier bauen. Was sollen wir bauen? Und zwar das, die Luftschleuse. Spacecraft, Luftschleuse. Tja. Luftschleuse. Wo kommt man denn da rein? Da ist das. Ich weiß nicht, ich will das vielleicht eher hier haben, oder? Machen wir mal hier hin. So, wunderbar. Okay, Bildkommunikationsmodul. So. Okay, ich werde jetzt nochmal versuchen, die hier nochmal so freizuschalten, wie wir das andere gerade hatten. Ich hoffe, dass das funktioniert. Warum es hier nicht wollte... Weiß ich nicht. Es wird angezeigt, aber es will nicht. Tja, dann weiß ich es auch nicht. Ich probiere es nochmal hier bei dem Luftschleusenmodul. Das hat man gemacht, ne? Was haben wir noch für ein Modul? Wir haben noch dieses da. Und das hier. Das weiß ich nicht, ob wir das schon gemacht haben. Ja, ich habe ja übrigens auch letztens, ne, den ganzen Schrott hier eingesammelt.
Na, bevor wir das andere gestartet haben, das haben wir schon. Und ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. So, machen wir das noch. Gehen wir mal hier hin, vielleicht ist das das Richtige. Sieht nicht so aus. Sieht mir eher so nach Solarzellen hier drin aus, ne? Aber auf alle Fälle ist es sehr schön gemacht. Kannst du nicht meckern. Das geht auch. Das andere geht nicht. Das andere will nicht. So, dann weiß ich es auch nicht. Gut, ich würde mich mal darum kümmern, dass wir das nächste bauen und was wir dafür brauchen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich habe jetzt alles dabei für dieses Modul. Das war das Kommunikationsmodul. Wir müssen nochmal schauen, welches das war. Das... Wartet mal, da bin ich mir gerade nicht sicher. Schauen wir mal. Das hier war es, genau. Das können wir jetzt bauen. Jetzt ist wieder die Frage aller Fragen. Wo setzen wir es dran? Wir haben da die Luftschleuse. Kommunikationsmodul. Ich weiß eben nicht genau, was da vielleicht noch rankommt. Und wir schauen mal. Das war... Das Energiemodul war das, glaube ich, ne? Wartet mal, will ich mal ganz kurz schauen. Das war das Energiemodul und dann kommt das Kommunikationsmodul. Vielleicht können wir das einfach dran machen. Würde ja vielleicht Sinn machen, oder? So, dann sieht das vielleicht gar nicht so schlecht, das Kommunikation. Da könnte vielleicht noch oben dann die eine Schüssel oder irgendwas drauf, ich weiß es nicht. Wir machen das mal. Und ich hoffe, dass das alles so passt. So, das sieht doch schon mal schön aus. Was haben wir jetzt? Ein Auxiliary, ein Unterstützungsmodul. Was ist ein Unterstützungsmodul? Schauen wir mal. Spacecraft Auxiliary. Okay, das ist das hier. Was fehlt uns? Eine Sache fehlt uns. Eine Hose. Ich wäre wahnsinnig. Na gut. So, und wieder einmal sind wir zurück. Und... wir werden uns jetzt mal den Zusatzmodul widmen, dem Hilfsmodul, wie auch immer. Na, Unterstützungsmodul. So, jetzt muss ich jetzt mal schauen. Wir sind ein bisschen um die eigene Achse hier stark gedreht. Dann müssen wir einmal dahin. Unterstützungsmodul, ja, wo steckt man das hin? Das ist eine ganz interessante Frage. Das Unterstützungsmodul, das ist auch wieder durchgängig. Ich würde sagen, wir machen das einfach alles hier in... Reihe und Glied, so wie das sein soll. Gerade hat es so schön gepasst, ne? Ja. Und danach kommt das wahrscheinlich dann die Triebwerkssektion und dann müssen wir wahrscheinlich, weiß ich nicht genau, wie das dann wird. Eigentlich fehlt ja dann noch das große Runde hier. Das große Runde. Lenkrad? Nein. Das da. Engine-Modul. Und wo kommt das dann hin? Kommt das dann auf die andere Seite? Das könnte durchaus sein, ne? Komm, wir schauen mal. Vielleicht haben wir zufällig mal die Ressourcen hier dabei. Hm, natürlich wieder mal nicht. Was brauchen wir denn Schönes? Was fehlt uns? Ferrochrom 20 Plutonium. Wow. Okay, also das kriegt man, glaube ich, gerade so hin. Da müssen wir genug haben. Ich glaube, wir haben noch um die 40 Zirconium. Diamanten haben wir. Das haben wir auch da. Das haben wir da. Das ist nicht das Problem. Was wir brauchen ist Ferrochrom. Das könnte ein klitzekleines Problem werden, glaube ich. Und Plutonium müsste passen. Wir haben etliches eingesammelt auf den Reisen jetzt, wo ich auch die Minen abgeklappert habe. Aber ob das reichen wird, das weiß ich nicht. Plutonium, wow. Gut, dann kümmere ich mich mal drum und wir sehen uns gleich wieder. Und wieder einmal sind wir zurück an unserer... Raumstation. Ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Chromium einsammeln und hat ein bisschen gedauert, denn so langsam habe ich das Gefühl, wir stoßen auf der Oberfläche auf unsere Grenzen. In den Minen habe ich jetzt auch nichts weiter gesehen bei meiner letzten Runde. Das heißt, das könnte langsam zum Problem werden. Es gibt bestimmt noch ein paar Stellen, wo wir noch nicht geschaut haben, wo noch was zu finden ist. Auf alle Fälle haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Und ich würde mal das Energiemodul setzen. Wie gesagt, zum Bauplan mäßig hier keine Ahnung, ob das so richtig ist. Auf alle Fälle ist das ein Riesengerät. Wow. Ich setze das jetzt einfach mal so.
Ich hoffe, dass man das auch wieder abbauen kann, oder? Das sieht nicht so aus. Einmal gebaut ist gebaut. Huhu. Das kann eine teure Aktion werden, wenn es nicht passt. Auf alle Fälle haben wir jetzt einen Antrieb. Wir haben die... Jetzt muss ich nochmal schauen, wie hieß das? Das Hilfsmodul. Wir haben die Kommunikation, Navigation. Wir haben die Luftschleuse und wir haben ein Energiemodul. Das heißt, in dem Energiemodul wird wahrscheinlich dann... Ja, entweder Solaranlagen drankommen oder wir müssen hier... Ich glaube, wir hatten das schon mal, dass wir hier Treibstoff irgendwie nach oben bringen mussten oder dass da irgendwie was war, aber das nicht funktionierte. Ne? Genau, so war das, glaube ich. Und hier vorne ist die Steuereinheit. Wir können uns das aber auch gerne mal von innen anschauen. Wieso ist denn das kaputt? Was ist denn hier gerade los? Hallo? Aha, muss ich die alle reparieren oder was? Das ist ja eine... Oh. Oder gehen die mit der Zeit kaputt? Das war die... definitiv hier. Das hat gar nichts. Ist auch nicht schlecht. Das ist okay. Das ist auch okay. Hm, warum das jetzt nicht in Ordnung war, weiß ich nicht. Vielleicht weil wir angeeckt sind. Vielleicht nimmt das da Schaden. Ich weiß es nicht. Hm. Schauen wir uns das nochmal an hier. Ah, schau mal, jetzt ist auf einmal zu hier, ne? So, wo kommt man denn jetzt eigentlich oder wo käme man denn jetzt hier rein? Das sieht nicht so aus. Könnte aber daran liegen, weil wir keinen Strom haben. Ah. Oh, schick. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir hier durchpassen, ja. Das sieht gut aus. Oh. Fein, 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 fein. Warte mal, wir richten dich mal auf hier. Dass es ein bisschen gerade aussieht. Ist natürlich blöd, wenn du so über die Schulter schaust, ne? Dann vielleicht mal lieber in die Perspektive gehen. Und wir können uns das auch hier mal anschauen. Hm. Ja. Okay. Schön. Müssen wir hier drüben bloß noch irgendwas dran machen. Vielleicht noch ein Hilfsmodul oder so, dass das hier dicht ist. Oder hier kommt das Große noch dran. Den Cryopod. What? Na, den würde ich aber... Hm. Ja, das ist ja blöd. Den hätte ich aber nicht hier dran gemacht. Wenn wir in irgendwas reinfliegen, dann ist ja das Erste, was hier wahrscheinlich weggesprengt wird mit. Das hätte doch dann hier vielleicht längst sein sollen, ne? Hm, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich habe übrigens einiges vorbereitet gehabt. Das ist das Energiemodul. So zum Beispiel... Ach, hier. Sieh mal. Siehst du, das ist genau, ja... Ein bisschen ausrichten hier. So, gerade machen. Add Content to Station. Ja, jetzt ist die Frage, was nimmt es? Was nimmt es? Rein theoretisch Raketentreibstoff und das wäre Hydrazin. Und Hydrazin stellen wir ja einfach mal so hier mit dem kleinen Finger her. Braucht bestimmt 8 Millionen Liter, damit wir einmal eine Sekunde Gas geben können. Nein, natürlich nicht, aber Spaß. Und das ist hier unser Aufenthaltsraum und da hatte ich natürlich auch was gebaut, das habt ihr vielleicht schon gesehen gehabt. Ich hatte ja hier die Space Utilities gebaut. Oh, Cryopod. Na, guck mal einer an. Was brauchen wir dafür? Nichrom. Ja, das habe ich gerade zurückverwandelt. Weil wir kein Chromium hatten. Ist aber kein Problem, das können wir wieder bauen. Ich habe jetzt mittlerweile genug Chromium, wir können uns das gerne mal anschauen. Also was heißt genug, aber ich habe 2 Vorkommen gefunden und wir haben noch 9 Stück. Also die 2 Nichrom sollten ganz locker passen. Was ich aber gerne machen würde, wäre eigentlich mal hier so eine Sammelkiste. Ja, und das ist gar nicht so schlecht. Man sieht bloß nicht wirklich, wo hier vorne ist. Ich glaube, das ist verkehrt rum. Wir können es nicht drehen. Okay, nächstes vorne. Gut, weißt du was? Dann setze ich die mal. Das ist für mich ist das eigentlich so erstmal in Ordnung. Und was sollte man hier reintun? Haben wir denn was an Essen und Trinken dabei? Also ich habe zum Beispiel auch den Baum mal unterwegs. Den habe ich mal geerntet. Macht natürlich Schaden, aber bringt unheimlich viel Sättigung. Und wenn man natürlich sich selber hier Verbände macht, ist das am Ende kein Problem. Ja. Könnten wir vielleicht mal da lassen. Trinken habe ich nichts dabei. Okay. Gut, dann werden wir mal schauen, wie wir das regeln. Ich
müssen mal schauen, was wir hier haben. Ich habe gar nichts zu essen und zu trinken dabei. Huhu. Das ist aber nicht so gut. Ja, unsere Gesundheit. Ja. Na gut, wir fliegen ja gleich wieder runter, gehe ich mal davon aus, dass wir hier jetzt nicht so lange bleiben. Ich würde gerne nochmal hier reinschauen. In unsere Zentrale. Das sieht schon ganz gut aus, ne? Ja. Schön gemacht auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Bloß wie gesagt, wenn man mal in irgendwas reinfliegt, ist das natürlich auch keine... Entschuldigung. Ist das natürlich auch keine... Kein Schutz hier, ne? Wenn hier mal was... Da kann es noch so gutes Glas sein oder... wie sagt man permanent hier... nicht permanentes, sondern... also durchsichtiges Aluminium oder so, was ja auch sehr haltbar ist. Zwar noch experimentell, beziehungsweise ein theoretisches Metall wohl oder ein theoretisches... naja, es ist noch in der Theorie, sag mal so. Ich sage jetzt nicht Science Fiction, aber es ist noch so ein bisschen in der Erforschung wohl, glaube ich. Wie hieß denn das gleich? Nicht permanentes? Was hast du denn jetzt? Sauerstoff kann es nicht sein, da hast du keinen. Die Gesundheit ist so weit runter. Ehrlich? Durch die Kälte oder was? Das ist ja krass. Okay, was müssen wir bauen? Den Cryopod müssen wir bauen. Ich schaue mal nach, was er dafür haben will. Da brauchen wir das Nichrom. Das tun wir mal anpinnen. Gastank haben wir natürlich auch alles hier. Ist die Frage... Brauchen wir das dann auch alles? Ne? Vor allen Dingen, wo bauen wir es hin? Kommt das dann hier oben mit hin? Ne? Das sind alles solche Dinge. Wartet mal. Vielleicht können wir das mal kurz klären. Da hätten wir auf alle Fälle den Gastank fürs Hydrazin. Also wenn wir das schon hier da haben und vielleicht hier bauen sollen, dann wird man das doch vielleicht eigentlich gleich mal machen. Ne? Hier könnten wir jetzt noch den Wassertank hinbauen. So. Warte mal. Machen wir ein bisschen gerade. Und dann gehen wir mal hier rein. Kann bestimmt nicht schaden. Gesundheit hält erstmal. Und hier weiß ich nicht, wie das denn hier ist, wo wir das hinsetzen können. Ich hatte eigentlich die Ressourcen dabei, aber mittlerweile hat sich das durch das Nichrom, was wir dabei hatten, amortisiert. Und das heißt für uns, wir werden jetzt einfach mal nochmal rausgehen. Ich weiß auch nicht, wie wir das Loch hier zukriegen, was wir hier dran machen. Rein theoretisch fehlt uns noch die Kuppel. Hier dieses schöne Gerät, was auch immer das ist. Wir müssen mal rangehen. Ich habe es leider vergessen. Der Frame Support, also eine Rahmenunterstützung. Ja. Injuries detected. Was auch immer. Gut, ich würde sagen, wir verdünnisieren uns erstmal. Und vielleicht können wir dann mit dem Raumschiff hier dann auch mal die anderen Planeten besuchen. Allerdings, wie kommt man dann wieder davon runter? Man müsste also mit dem hier rein theoretisch ankoppeln. Oder ist es für die Heimreise gedacht? Wir wissen es nicht. Und warum ist hier das Trümmerfeld? Wenn wir jetzt alles sowieso neu bauen müssen, dann hätten wir, wäre es doch sinnvoller gewesen. Man hätte die Ressourcen in diese Schrottteile hier gesteckt, sage ich mal. In diese Schrottteile gesteckt und wir hätten dann versucht, das irgendwie anzuordnen, indem man es vielleicht, naja, ich sag mal, einfach wie so eine Blaupause platziert und dann verschwindet es dort und gliedert sich dort an. Aber zu viele Fragen, keine Antworten. So wie es ist, ist es auch in Ordnung. Was vielleicht auch cool gewesen wäre, wenn sie es aufgelöst hätte, das Modul, was dann dort wäre. Ja, das wäre auch eine nette Idee gewesen. Vielleicht zumindest. So, wir landen mal. Gut, ich würde so sagen, ich mache das mal fertig und wir sehen uns gleich oben wieder. Wir müssen mal schauen, wo wir das hinstellen können oder platzieren können, was auch immer. Müssen wir mal schauen, wo das... Oh! Aha, aha. Aber ein Cryopod ist mir ein bisschen sehr seltsam, das Ganze. Also unter dem Cryopod verstehe ich eigentlich was anderes. Aber...
Mal schauen, wie sich das hier austut. Doch. Und wie soll ich dann da drin? Soll ich da drin hocken oder was? Ist nicht dein Ernst, oder? Reparieren, aktivieren, dismantle. Vital stabilized. Ah, hier kann ich meine Sachen, also sprich meine, mich ein bisschen aufwerten sozusagen. Okay, das ist okay, gut, das kannst du machen. Gut, also wir haben jetzt hier einen Gastank, wir haben einen Wassertank sozusagen. Was noch fehlt, wären jetzt zwei Sachen. Und zwar, jetzt muss ich schauen, eigentlich, nee, ich habe mich vertan, das waren zwei. Ich hätte noch eins mitnehmen müssen. Printer oder Chemiestation? Das ist jetzt die Frage. Ich entscheide mich jetzt erstmal für den Drucker. Und das heißt auch, wir haben nicht genug Platz für die Chemiestation. So, ich setze die jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Brauchen wir den Drucker oder brauchen wir die Chemiestation? Eigentlich die Chemiestation eher, ne? Weißt du was, wir tun das mal wechseln. Weil nicht, dass es dann nicht mehr geht. Fürs Umwandeln würde ich sagen, die Chemiestation ist einfach wichtiger. Aber dass man hier das nicht weiter unten setzt, also sprich zusammensetzen kann. Ja, irgendwie haben wir hier leichte Bewegungsschwierigkeiten. Kann man das hier drüben noch setzen? Nee, ne? Aber bevor wir das machen, muss ich erstmal mich hier ein bisschen aufrichten, weil ich gerne mal probieren will, ob wir das hier abbauen können. Add Dismantle. Wir können es abbauen, okay. Dann ist es hin wie her. Gut, ich entscheide mich jetzt für die Chemiestation, denn ich glaube, Ressourcen hier hochzubringen und umzuwandeln ist das eine. Ja, von der Sache her ist es eigentlich egal, ne? Aber wir können beides hier bauen. Ich weiß es bloß nicht. Wir können es nicht drehen. Confirm Build, Cancel Build und Fine Rotation können wir machen. Macht aber nicht mit. Gute Sache. Weiter so. Dann würde ich sagen, wir drücken mal drauf mit F und wir bauen es einfach mal. Gut, dann haben wir jetzt die Chemiestation. Gut, können wir Batterien machen. Wir können Wasser herstellen aus den verschiedenen Sachen. Wir haben Explosivzeug, das ist aber eigentlich nicht das, was wir hier brauchen. Wir brauchen Hydrazin und ich glaube, das ist ganz okay, wenn wir davon hier ein bisschen was da haben. Ja. Okay. Dann hätten wir hier eine Umwandelstation. Ob wir den Wassertank brauchen, weiß ich nicht. Oder ob wir zwei Gastanks eher brauchen für Nitrogen und Oxygen, ne Quatsch, Nitrogen und Hydrogen, dass wir das machen können, falls wir das auf einem Planeten finden. Die Lagerkiste, ja. Und vielleicht eher den Drucker noch, ne? Dann hätte man nichts für eine Lagereinheit, das ist irgendwie auch komisch. Haufen Platz hier und dann, naja, ist egal. Was können wir denn hier noch einlagern? Was? Chatkurs? Sollen wir losfliegen? Das ist ja ein Ding. Ich tue mal das noch mit einlagern. Auch hier ein bisschen Verbände, falls wir was brauchen. Keine Ahnung. Ich soll den Kurs setzen. Chartkurs. Und ich sehe gerade, ich habe ja, warte mal. Nicht das. Das wirst du mal rausnehmen. Kann ich das noch da bauen? Nee, kann ich nicht mehr bauen, siehst du. Da fehlt mir eine Stahlplatte. Fehlt mir eine Stahlplatte im Kopf. Okay. Bam, 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 bam. Dismantle Repair. Das wollen wir alles nicht. Ich soll hier den Kurs setzen. Wo mache ich das? Exit Cockpit. Chart Course. F. Oh, oh. Navigational Course Charting successful. Please proceed to your cryogenic chamber. Was für eine Chamber? Es wäre irgendwie nett, wenn du es nochmal wiederholst. Mann, 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 Mann. Ich habe keine Ahnung. Haben wir überhaupt Treibstoff? Navigation Panel Exit Cockpit. Ich drücke einfach nochmal drauf. Will er nicht? Machen wir mal G.
Was soll ich denn für eine Kammer aufsuchen? Kannst du es vielleicht nochmal sagen? Irgendeine Chamber? Warte mal, hier ist der Pilotensitz. Pilot Station. Das wollte ich doch. Juhu. Wünsche uns Glück, Beifahrer. Start Flight Sequence. Ja, das würde ich ja gerne machen. Wo soll es denn hingehen überhaupt? Und vor allen Dingen, warum ist das hier noch offen? Verstehe ich nicht ganz. Verstehe ich nicht ganz. Wir haben da auch keinen Treibstoff. Chamber. Vielleicht meint auch die Verbrennungskammer. Ich habe es nämlich nicht verstanden, was für eine Kammer. Weil hier haben wir ja null. Wie wollen wir hier losfliegen? Ich vermute mal, Raketentreibstoff Hydrazin will da haben, ne? Habe ich jetzt nicht dabei. Müsste ich erst unten herstellen. Ich habe unten eine ganze Menge davon, aber wie ich den Tank da hinten gesehen habe, ne, dieses Hilfsdings, da wird bestimmt der Tank sein. Für den Raketentreibstoff. Das wird nicht reichen. Also in manchen Sachen wünschte ich mir, er würde es einfach nochmal, entweder nochmal schriftlich da lassen, was er gesagt hat. Ich meine, es ist doch nicht jeder hier in dem Spiel Englisch sprechend. Und dann auch noch so kurz, meine ich. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, das rote Licht gefällt mir, kurz vor der Explosion. Und wenn das so ist, sollte man immer rausgehen. So, ich muss mir das nochmal anhören, was sie gemeint hat. Vielleicht komme ich drauf. Deswegen würde ich die Folge jetzt hier beenden. Ich glaube, es reicht auch. Und für den Moment, wir haben das Raumschiff auf alle Fälle fertig. Ich habe es nicht verstanden, welche Kammer. Irgendwelche Chamber. Irgendwas, sollte ich mich hinbewegen oder auffüllen oder irgendwas? Oder und warum ist der Alarm an, wenn wir sowieso nicht fliegen könnten, rein theoretisch? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir das nochmal anschauen, was er gesagt hat. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann muss ich vielleicht nochmal das Loch auf der anderen Seite zumachen. Keine Ahnung, vielleicht machen wir noch einen Hilfsdings hin. Was ich aber auch gerne noch gehabt hätte, wäre eigentlich die Kuppel hier, dieses runde Ding da. Ne? Das fehlt mir irgendwie noch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das eigentlich so, naja, ich sag mal, an die Seite mit dran machen, sondern Und das andere lässt sich nicht aktivieren. Ich glaube, das ist Teil hier, das Hilfsmodul. Das lässt sich nicht reparieren. Alle anderen müsste ich jetzt, glaube ich, repariert haben. Das ist alles sehr mysteriös wieder mal. Sehr mysteriös. Aber auf alle Fälle, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen knobeln. Ich weiß nicht, wann die nächste kommt. Müssen wir mal schauen, je nachdem, wie schnell ich das Problem löse. Bedanke mich auf alle Fälle nochmal, zum dritten Mal jetzt und ciao. Macht's gut.